Vier Lieder später hören wir denselben Sachverhalt. Der Erzähler befindet sich unter den säuselnden Blättern eines Lindenbaums und träumt von den guten alten Zeiten. Die Melodie ertönt wieder sehr volksliedhaft mit harmonischen Akkordbrechungen und einfachster Harmonik. Wieder einmal hilft die emotionale Wirkung des Tongeschlechts Moll, den Zuhörer gleichsam mitleiden zu lassen. Wieder ist der Täter die Moll-Variante. Es kommt noch besser. Plötzlich rückt die Tonart von E-Dur nicht nur nach E-Moll, sondern gleich in den Akkord der sechsten Stufe von E-Moll, nämlich C-Dur. Man begebe sich ans Klavier und spiele E-Dur gefolgt von C-Dur. Die Assoziation kalte Winde verbunden mit der wilden, harmonisch unsteten Klavierbegleitung fällt hier äußerst leicht. Dies ist Tonmalerei at its best. Die Melodie nimmt daran rege teil. Man betrachtet den Oktavfall in Takt 51 am Ende der Phrase. Hut flog mir vom Kopfe. Hört man da nicht den Hut runterfallen? Die Tonrepetition der Takte 51 und 52 hat ihre Ursache auch im Text. Ich wendete mich nicht. Ebenfalls hat die Klavierbegleitung sich hier festgefahren und kann trotz ständigem Bemühen sich nicht von dem F-Dur über den Basston C lösen.